Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Projekt Reminium. So, ich habe ein bisschen weitergemacht, noch ein, zwei Missionchen gemacht, bin jetzt an einer anderen Ecke von der Leber und vor allen Dingen habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Und zwar, ich habe ja hier schon ein bisschen was in meine Waffen reingepackt und habe irgendwie nie was gesehen, dass sich was geändert hat. Ja, auch einen guten Grund, denn man muss die mittlere Maustaste drücken und dann kann man den Waffenmodus ändern. Ah, jetzt haben wir auch was. Muahaha. So, und das nächste ist, ich habe mich auch mal bei den Skills, weiß ich jetzt. Man braucht für die nächste Stufe 3 Punkte. Nehmen wir einfach mal das da. Mal gucken. Und dann habe ich mich natürlich auch mit den Dingern hier ein bisschen beschäftigt. Das ist der Blitz, ist die Waffe hier. Aha. Das erhöht die Regeneration. Das stellt direkt wieder her. Das sind Lebenspunkte, beziehungsweise Regeneration von Lebenspunkten. Und das Plus ist entweder das Wachstum oder das Auffüllen der rechten Waffe. Aha. Hört den Kühler im Raucher zu. Ja, okay. Einer mag's heiß, der andere mag's warm. Super. Ich halt darf jetzt schlichten, oder wie? Nutzt deine Argumente. Moment, jetzt muss ich kurz nachgucken. Was war? Der medizinische Instrument ist die Sturmwaffe. Links, Mac. So, das geht doch gleich viel besser. Ah. So, dann gehen wir wieder zurück. Auf Wüste, wo der ist. Upsala. Okay. Die Dinger machen gut Schaden.
Na gut, wieder was gelernt. So, mal gucken, Aufgabe erledigt. Der Geschäftsmann. Aktiviert. Na schön, das ist nämlich mein Herstellungspunkt. Schon weit. Wow.
Ja, das geht zwar schon um einiges besser, aber ist natürlich auch um einiges teurer. Ich wollte ja eigentlich hier hinten reingucken. Was ist hier so grün? Leuchtet da wo irgendwie? Nö. Ah, da. Detektive, ja, nur noch zwei. Dann war ich echt so weit gereist. Ja. Ach so, da. So, Geschäftsmann. Ah.
Mach's jetzt. Hier die... Boah, Alter! Ich mach die Leber kaputt. Ja, Himmel, Hilfe! Das ist aber gemein hier. Oh, hey! Geht in den nächsten, Das ist einfach vielleicht ganz gut so. Bevor ich die Leber ganz kaputt mache. Wenn man jetzt gerade sehe, das haben sie jetzt auch nämlich geändert mit dem letzten Patch. Haben sie nämlich dieses Video hier verkürzt. Na, das kommt schon deutlich schneller. Auf in den Magen. Kann ich auch nicht wieder zurück zur Leber, wenn ich das möchte? Kann man nicht. Ah, dann. Aber ich weiß jetzt die. Schon wieder zurück? Okay, ich dachte jetzt, ich bleibe jetzt im Magen. Na gut, schauen wir nicht. So, nutzen wir noch die Zeit ein bisschen. Pathogen zu sammeln.
Das ist wohl irgendwo da oben. Viel schneller so, oder? Nicht falsch. Boah. 100.
Ah, okay, das klingt jetzt nach... zum Endboss. Alles irgendwie manchmal bekannt vor. Andere, ah, die falsche Richtung. So. Und hier machen wir Schluss, weil wenn jetzt der Boss kommt, das könnte ein bisschen länger dauern. Wer weiß. Von daher, den sehen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut.